Fehler. Nicht 5 Tage die Woche, nicht 40 Stunden, aber viele Ältere, die sagen, Geld ist auch schön noch zusätzlich, aber ich will auch eine Aufgabe haben. Können Sie hinten an Ihr Leben 6 Stunden reinhängen. Ja. Sondern, und das wollen wir als CDU eben tun, da wo wir können, es stärken, auch sagen, der Meister muss genauso kostenlos möglich sein wie das Studium und auch an anderen Stellen eben für diese Mehrgliedrigkeit und das duale Ausbildungssystem kämpfen. Aber erfolgreich! So, während die Sozis einmal mehr mit der Vergangenheit beschäftigt sind und Vergangenheitsbewältigung, Agenda 2010, ich meine 2010 ist mittlerweile 7 Jahre her, jetzt eigentlich um die Frage Deutschland 2025, was tun wir eigentlich heute, damit wir erfolgreich bleiben? Wir machen viel richtig, 8 Jahre ohne neue Schulden, gibt viel Spielraum, auch für schlechte Zeiten. Forschungsausgaben sind mehr als verdoppelt, viel davon kommt auch hier in Düsseldorf an. Nanotechnologie, Mikroelektronik, Biotechnologie, es gibt echt ein paar Themen, da können wir besser werden. Ich will 2, 3 nennen. Das eine ist, wissen Sie, über Jahre hat es immer geheißen, Autobahn zu Ende, Ortsumgehung kommt nicht, weil kein Geld da. Jetzt ist Geld da, 2 Milliarden, und wir kriegen es nicht verbaut. Der Flughafen in Berlin braucht ja nicht so lange, weil Geld fehlt. Und die Brücken über die A3 bei Leverkusen und die LKWs, womit nicht rüberfahren können, mitten im Industrieland Nordrhein-Westfalen, braucht nicht so lange, weil Geld fehlt, sondern weil viel zu lange Planverfahren viel zu spät begonnen wurden. Und dann geht es um Umdenken im Kopf, im Kern. Wollen wir Industrie- und Infrastrukturland bleiben? Oder wollen wir ein besseres Naturkundemuseum werden? Und die Brücken über die A3 bei Leverkusen und die LKWs, wo wir nicht drüber fahren können, mitten in Industrie, Westfalen, auch nicht so lange über Geld fehlen, sondern weil viel zu lange Planverfahren viel zu spät begonnen wurden. Da geht es um Umdenken im Kopf. Ich habe mich gegen Frösche, ich komme wirklich vom platten Münsterland. Ich mag Wald, Natur und Artenvielfalt. Aber die Balance stimmt schon lange nicht mehr. Jeder kleine Mistplatz führt dazu, dass die Straße 10 Jahre länger braucht, wenn sie überhaupt kommt. In der Zeit, wo wir in Berlin einen Flughafen nicht fertig kriegen, schafft China 60 neue Flughäfen. Ich will jetzt kein chinesisches Planungsrecht, aber so ein bisschen, wenn wir mithalten wollen auf der Welt, werden wir auch unsere Infrastruktur weiterentwickeln können müssen. Und deswegen, klingt dröge, ist aber hochpolitisch, weil sehr emotional, geht es darum, das Planungsrecht, Verbandsklagerecht, Beteiligungsverfahren und anderes mehr so zu verändern, dass wir am Ende was gebaut kriegen in diesem Land. Kann nicht sein, dass das Geld nicht verbaut kriegen. Worum es geht, ist, gezielt Einwanderung zu haben in den Arbeitsmarkt, in Arbeit und nicht in die sozialen Sicherungssysteme. Und das zu steuern, stärker als bisher. Zu dem Teil gehört, der wird übrigens oft vergessen von denen, die das immer fordern, zu dem Teil gehört dazu, dass wir natürlich die irreguläre Migration, die wir im Mittelmeer im Moment haben, unterbinden müssen. Es kann nicht sein, dass die Schlepper und die Schmuggler darüber entscheiden, wer Italien und wer Deutschland erreicht. Sehr grundsätzlich, den man führen kann, ist ein demokratischer Rechtsstaat, wie wir ihn haben, mit alten individualen Rechtsverfahren eigentlich in der Lage, 300.000, 400.000, 500.000 Menschen, die ausreisepflichtig sind, tatsächlich wieder nach Hause zu bringen. Wir kommen ziemlich an unsere Grenzen. Das zeigt eben, da wollen wir auch nichts dran ändern an den demokratischen Rechtsstaat, aber das zeigt, dass es besser ist, gleich die Grenze zu kontrollieren und das gleich die richtigen Botschaften an der EU-Außengrenze zu senden, anstatt nachher diese für alle mühsamen und belastenden Verfahren, für alle Beteiligten, glaubt ihr, der Polizist steigt gerne mit in die Maschine und macht den Abschiebungsflug nach Marokko? Für alle Beteiligten ein ziemlich hartes Verfahren, dass es besser ist, lieber gleich die Grenze zu kontrollieren und kontrollieren. Sicher weiß, dass wir das werden schnell halten können, ohne Schulden zu machen. Das ist für uns die Prämisse. Und stelle nachher fest, ich habe noch ein bisschen mehr Spielraum und mache mehr, als wenn ich Ihnen vorher Riesensummen ins Schaufenster stelle und dann noch nur die Hälfte liefere. Das sorgt dann genau für den Frust, der bis heute ja da ist, mit Blick auf Schwarz-Gelb. Letztes Mal das Steuersenken
angeht. Deswegen lieber ein bisschen tiefer stapeln, aber dafür überraschen als umgekehrt. Dazu gehört auch der schrittweise Abbau des Solis. Der wurde eingeführt, da war ich 10. Jetzt gehe ich auf die 40 zu. Es ist auch Zeit, dass er mal wieder abgeschafft wird. Wir sagen nur schrittweise, weil wir eben sagen, erste Prämisse ist keine Schulden. Und dann nutzen wir den Spielraum zum Abbauen. Aber das werden wir, weil wir es auch in der Größenordnung versprechen, in der das geht, dann auch schnell nach der Wahl angehen. Schulden tilgen. 100 Euro rettet das noch nicht alles, aber es ist immerhin ein Anfang. Wir haben ja gesagt, wir wollen mehr Schulden tilgen. Wir waren leider mit unserem Koalitionspartner nicht in der Lage, uns darauf zu einigen. Jetzt liegt das Geld in einer Rücklage, gerade hat es beim Bund noch nie gegeben, eine Rücklage dieser Größenordnung, weil wir uns nicht einigen konnten für Zeiten, die dann noch so auf uns zukommen. Übrigens ein Grund, mindestens diese Wahl zu gewinnen. Also, dass wir jetzt mühsam uns eine Rücklage von 18 Milliarden Euro erarbeitet haben und irgendwie jetzt Frau Wagenknecht die für ihre Geschenke ausgibt, das wäre das Letzte, was ich erleben möchte. Und allein deswegen lohnt es sich schon, die Wahl zu gewinnen, nachdem wir dann mühsam genug haben. Und wenn wir dann gemeinsam den Kurs fortsetzen, Steuern senken, an der richtigen Stelle investieren und dann den Spielraum nutzen zum Schuldentilgen, bin ich für alles zu haben. Ich will nur eins sagen, ist mehr als nur Mathematik. Wenn Sie Wirtschaftswachstum haben und der Schuldenstand nicht steigt, sinkt natürlich die relative Verschuldung Deutschlands. Dann ist das noch umso besser. In diesem Sinne, schön, dass Sie da sind, freue mich auf jeden Fall.